So, hallo liebe Bienenfreunde, heute nochmal in Schutzkleidung, weil ich habe jetzt heute schon alle Bienen umgesetzt. Und zwar habe ich gestern Abend von einem anderen Bienenstand, wo ich immer Jungvölker stehen habe, mir meine Reserven geholt, um die hier auf die Wägen zu setzen, auf meinen Wanderwagen, mit dem ich jetzt auch bald einen Raps fahre nach der Kirche hier. Und da habe ich ein paar Völker umgesetzt und ich bin jetzt am letzten Volk. Und da habe ich gedacht, komm, nehme ich euch mal mit. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam rein, wie es denn hier so ausschaut. Ich habe hier also noch eine alte Beute. Ja, die sehen sehr gut aus. Von einem Imkerbekannten. Und da kann man schön aufmachen. Kann mal zwei, drei Stößchen geben. Und dann kann man auch reingucken, aber das lassen wir jetzt gerade mal noch, weil wir ja hier diese hier da drauf setzen. Die haben wir uns schon gerichtet, aber dann kann ich die natürlich nicht hier hinstellen. So, jetzt stelle ich die Beute hier rüber. Ich habe jetzt heute Tag schon Zeit gelassen. Ich habe die gestern Abend hier hergestellt und die konnten sich also jetzt über Tag hier einfliegen. Ups. Extrem schwer, die haben alle so viel Futter und Laub. Die haben schon so gut eingetragen und sind schon so gewachsen. Das denkt man gar nicht. So, da kommt jetzt die passende Beute drauf. So, und die werden jetzt umgesetzt, die Damen. Machen wir mal auf. Ich habe das so gemacht, dass man das hier auch sieht. Und das ist eins der schwächeren Völker, muss ich ganz klar sagen. Aber ich setze die jetzt trotzdem da rein. Weil ich muss die unbedingt aus der. Ich brauche die unbedingt hier im Raps, die Völker. Ihr seht, hier haben sie Fettfutter noch drin. Also eine fette große Futterwabe. Die kommt auch wieder dahin, wo sie war. So, das nächste ist jetzt. Wahrscheinlich Brut. Jawohl. Hier haben wir Brut. Die haben wir auch ausgesetzt mit Gutfutter drin, schön Pollen drin. Sie sitzt schön ruhig. Den habe ich noch nicht gesehen. So. Auch großes Brutbrett, sagen wir mal die Hälfte, wenn ich es richtig rechne, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt mal hier zügig durcharbeiten. Auch wieder hier Brut, viel Brut drin. Schönes Brutnest. So. Wir haben es schon schön verbaut. Ah doch, sie sind schön stark. Die glänzen jetzt durch. Hier sind schöne, hier ist schön frische Brut drin, überall im Rand. Und wenn ich hier richtig gucke, ja, sehe ich hier auch Stifte drin. Sehr schön, sehr schön. Jetzt machen wir gar nicht lang rum. So, oh, die ist auch wieder schwer. Ist das nur Futter oder ist da noch Brut drin? Oh ne, da haben wir nur Futter. Ich setze mal ganz darüber, weil die können wir dann rausnehmen. Und hier haben wir noch schöne Waben. Jawohl, da kann sie schön, die können schön zu bauen nehmen. Jetzt setze ich das ganze Brutnest, habe ich jetzt aber gesehen, muss ich ein bisschen weiter in die Mitte setzen.
So. Ah, du bist auf Futter. Du kannst auch außen bleiben, was gut ist. Setzen wir jetzt ab. So. Gehst du bitte. Setzen wir jetzt schon in die Mitte. Weil der muss ja auch noch einen Drohnen haben, aber das sind halt 9 Zarg, 9. Viel Futter haben sie hier drin, Reserve. Also alles kein Problem, auch wenn es jetzt noch mal kälter wird. Dann setzen wir da drüben noch eine rein. Und dann setzen wir dich da hin, dann setzen wir dich da rein. Und dann kommt noch ein Drohnenrahmen dazu. Ja, und das ist noch relativ. Weil das ist jetzt hier auch auf und an Rand. Die werden sie dann schon irgendwie nutzen. Ups. So, jetzt haben wir sie gesetzt. Ihr seht, alles leer. Den Rest kehren wir hier auch noch rein. So, jetzt haben wir gesagt, machen wir hier noch einen Drohnenrahmen rein. Hier ist der Drohnenrahmen. Schön hier unten rein. So. Jetzt müssen wir es bloß noch ein bisschen ausrichten, weil die 2 komischen Waben noch drin sind, die 2 von dem anderen Imker, als ich mir letztes Jahr Völker gekauft habe. So. Aber dies hier kaufe ich mir keine mehr, das weiß ich. Ich ziehe mir alles selber jetzt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Einfach ist es besser, wenn die Völker deine Umgebung gewohnt sind. Ja. So. 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 Und jetzt haben wir das alles schön gerichtet. Ja, ich ist halt jetzt abgenervt, das weiß ich. So, da kommt jetzt noch der Honigraum oben drauf. Und hier haben wir die Drohnenwabe hin. Die muss auch wieder da hin. Da muss auch wieder eine hin. Ich habe da noch Reserverähmchen. Und die kommen jetzt rein. Kurz das ausrichten. Hier hatten wir keine Folie. Oh, ich bräuchte eine Folie. Hat jemand eine Folie da? Wir haben jetzt keine Folie da, dann machen wir was anderes drauf. Bis morgen. So, das kann mal bis morgen drauf. Das passt hier auch genau. Da kommt aber auch eine Folie drauf. Aber jetzt ist alles gut, jetzt kommt noch der Deckel drauf. Da habe ich jetzt nur diesen. Ja, dann muss ich den hier holen. Ach, so. So, und das Völkchen wäre fast umgesetzt, wenn ich jetzt nicht gesehen hätte, dass dann doch noch ein paar Mädels hier hocken. Und die kehren wir jetzt auch noch mit raus. Die sollen natürlich zu ihrem Volk. Aber wenn es dann schon ein paar sind, dann sammeln die sich immer und versuchen sich gegenseitig zu wärmen. Aber was jetzt fliegen kann, muss fliegen. So. Jetzt ist gut. Und jetzt machen wir den Deckel zu. Und ich kann nur sagen, wir haben hier eine extreme Tracht schon und morgen gehen die Kirschblüten auf, also sind schon teilweise aufgegangen. Und ich habe gesehen, die Bienen haben auch schon kräftig Honig eingetragen, aber das ist natürlich alles jetzt für die Brut. Und wenn es jetzt richtig knallt, noch die nächsten Tage, soll ja noch die nächsten 3 Tage bei uns okay bleiben.
Und dann gibt es doch schon richtig Honig. Gell? Das darf man nicht unterschätzen, was die Bienen. Und da sind einige starke, richtig starke Felder dabei. Die sind bald aus der Kiste gequollen eben. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass es tollen Honig gibt. Bis bald. Ciao.